Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute möchte ich euch eine Bastelidee zeigen und wie ihr seht, das ist eine Uhr. Ich habe jetzt zwei und die sind auch aus Karton gemacht. Dass man auch solche schöne Sachen auch in verschiedenen Größen aus Karton machen kann, finde ich total super. Man kann ja jetzt heutzutage sozusagen fast alles nur bestellen und bleibt ja immer dann so viel Karton übrig und das ist viel zu schade wegzuschmeißen. Deswegen habe ich mir gedacht, kann man doch was Schönes daraus basteln. Und so sind diese Uhr entstanden und diese Art Uhr, also so nicht gerade, sondern so sozusagen mit so einem kleinen Bauch. Solche Uhren habe ich bei Pinterest gesehen und das ist so diese schwedische Art Uhr. Und die fand ich so toll. Und die gibt es dann natürlich auch verschiedene Farben. Und meine habe ich ja mit Modelliermasse, wie ihr seht, Verzierung gemacht. Und die sind da alle aus Holz. Natürlich dann riesengroß, sind richtige Standuhren. Aber die Idee von alleine hat mir so gut gefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte auch so eine Uhr haben. Dann mache ich mir dann sozusagen so eine kleine aus dem Karton. Und diese kleine hier, die werde ich dann euch zeigen, wie ich die gemacht habe. Und das ist dann genau so, habe ich dann auch diese große Schwester gemacht. Nur halt, dass diese großen Größenunterschied ist. Aber sonst so vom Art her es zu machen, genau die gleiche Art. Auch aus Karton und auch mit Modelliermasse und Kreidefarbe und Möbelwachs. Nur wie gesagt, gibt es Unterschied in der Größe, aber das ist wie meine Geschmackssache. Genauso wie die Form kann man ja so machen, wie man möchte, genauso wie gestalten, wie man möchte oder Farben nehmen, die man so haben möchte. Nur wie gesagt, die Idee von alleine hat mir so gut gefallen, deswegen habe ich die auch gemacht. Ja, und gleich zeige ich euch, wie ich das gemacht habe und was ich dafür gebraucht habe. Und für die Uhr brauchen wir dann natürlich eine Schablone. Also meine sieht dann so aus. So. Dafür habe ich dann so DIN A4 Blatt genommen. Dann zusammengefaltet. Damit das dann am Ende sozusagen ich dann eine Schablone habe. Und damit das dann auch gleichmäßig aussieht. Und dann könnt ihr natürlich nach eurem Geschmack, so wie ihr dann die Uhr haben wollt, einfach dann so machen, wie ihr wollt. So zum Beispiel, dass dann hier bei mir zum Beispiel jetzt der Standfuß praktisch ein bisschen anders ist als hier, dass er dann ein bisschen größer ist oder ein bisschen kleiner. Das ist ja wie gesagt immer, solche Sachen sind ja immer Geschmackssache. So. Dann natürlich ausschneiden. Wenn man das dann ausgeschnitten hat, dann hat man natürlich auch schon eine Schablone. Man kann hier natürlich, wie gesagt, verschieden machen, so groß oder klein, wie man möchte. Genauso wie Standfuß kann man auch so machen, wie man möchte. Oder hier am Kopf, das ist ja immer so Fantasie gefragt. Hier zum Beispiel ist halt ein bisschen schmaler oder Fuß ein bisschen länger oder dann so hier komplett sozusagen gerade oder ein bisschen abgerundet. Das ist ja jedem dann so überlassen zu machen, wie man möchte. Und wenn man dann eine Schablone hat, dann kann man das ja schon alles auf Karton übertragen und ausschneiden. So, ich habe dann meine Schablone auf Katzenfutterkarton abgepaust. Zwei Teile. Und Vorderteil habe ich mit Füßchen gemacht, damit das dann auch schon so stehen kann sozusagen, und da muss ich ja nicht extra so ein Stückchen kleben oder so. Und Seitenteile, die habe ich aus
so einen flexiblen Karton ausgeschnitten, zum Beispiel von Kuchenverpackung oder irgend sowas, weil das ist ja dann nicht so steif. Man kann das ja natürlich wunderbar besser an den Seiten kleben, weil wir müssen das ja so schön drumrum biegen sozusagen. Und das werde ich mit Heißkleberpistole kleben. Wenn ihr natürlich einen Streifen habt, der so richtig schön lang ist, an einem Stück ist das gut. Und wenn nicht, dann muss ich, also meine sind ja dann nicht so lang, dann muss ich dann halt stückchenweise kleben. Aber das ist ja dann auch kein Problem. Und wenn dann natürlich dann die Seiten geklebt sind, kann ich dann schon mal die Rückseite dann natürlich dann auch drauf kleben. Und dann werde ich mal sehen, ob ich das mit Heißkleber klebe oder mit Alleskleber. Und dann ist da praktisch schon unser gröbster Teil geschafft. Wie gesagt, das kann man natürlich in verschiedenen Formen und in verschiedenen Größen machen. Das ist ja immer Geschmackssache. Hauptsache erstmal eine Schablone machen und dann aus dem festen Karton ausschneiden. Und wenn dann die Uhr ziemlich groß ist und damit das auch steht, weil ich werde da zum Beispiel mit Modelliermasse bekleben und die ist ja dann natürlich schwerer. Wenn ich dann hier am Fuß Ihnen nicht mit etwas beschwere, zum Beispiel ein Steinchen oder Sand oder so, dann wird das natürlich dann einfach nach vorne kippen. Und das wäre dann ärgerlich. Also diese Uhr, das wird wahrscheinlich noch stehen, weil das ja so ein kleines Teil ist und viel Modelliermasse sozusagen wird dann, Ornamente werden dann nicht hier drauf passen. Aber wenn ein Teil schon etwas größer ist, dann ist das am besten, eine kleine Schachtel oder so nehmen, die dann auch Fußbreite hat sozusagen, mit Sand füllen und dann einfach reinkleben, damit das dann auch steht. Sonst, wie gesagt, wird das dann natürlich wegen Deko-Ornamente einfach nach vorne kippen. Und das wäre dann ärgerlich. So, also die Uhr habe ich jetzt schon fertig geklebt und schon grundiert. Und habe auch schon dekoriert, werde ich euch gleich zeigen, was ich dafür genommen habe. Aber da ich meine Seiten sozusagen für die Uhr, die waren ja nicht so lang, dass ich dann zwei Streifen kleben musste. Und dann gibt es natürlich dann so diese Übergänge hier. Und damit das dann nicht so auffällig ist, habe ich einfach ein bisschen Modelliermasse genommen und eine Spachtel. So ein kleines Stückchen und habe dann einfach hier drauf geschmiert. Ich habe noch nicht mal Bastelleim dafür genommen oder so. Einfach hier ein bisschen geschmiert, werde dann noch hier noch ein bisschen abschleifen, damit es dann so richtig schön dann glatt ist. Und so kann ich dann natürlich diese Übergang, der nicht so schön aussieht, kann ich dann sozusagen damit kaschieren. So, und die Uhr habe ich dann so dekoriert. So sieht die dann aus. Fürs Ziffernblatt hatte ich ja noch so Streudeko hier. Das ist so aus Holz sozusagen. So eine kleine Uhr hat wunderbar gepasst. Und wenn das dann natürlich, jeder macht das ja so groß, wie man möchte. Und gibt es natürlich dann auch nicht überall hier solche Teile zu kaufen. Man kann dann natürlich irgendwo im Internet oder aus einem Buch oder so diese Ziffernblatt zum Beispiel Motive ausdrucken und dann am Drucker natürlich dann Größe anpassen. Und da hat man ja auch schon so eine Uhr. Das wäre dann auch kein Problem. Und das hier, das ist ja so dieses Sticker, was bei Teddy gibt. Damit haben wir auch schon viele Sachen gebastelt sozusagen. Die habe ich dann auch genommen. Sieht dann ja auch sehr, sehr schön aus, finde ich. Und für den Rahmen und für hier unten habe ich dann die zwei Silikonformen genommen. Es sind Fondant-Silikonformen, also fürs Tortendekorieren. Und die gibt es bei Amazon. Kann man natürlich dann selbst aussuchen, was man für Motive zum Beispiel zu Hause hat. Und dann so nach Geschmack dekorieren. Natürlich, das ist ja sozusagen gar kein Problem. Für den Rahmen habe ich dann den hier genommen. Und der hat hier auch fast komplett gepasst. Ich habe dann nur ein bisschen kleiner gemacht. Und für den Rahmen hier habe ich dann auch denselben
dieselbe Silikonform genommen, habe dann natürlich stückchenweise geklebt, weil ich ja nur diesen Teil genommen habe, weil das ja so hingepasst hat. Wenn man natürlich dann eine Uhr bastelt, die viel größer ist, dann ist das natürlich viel praktischer, wenn man dann komplett einen Rahmen verwendet. Werde ich euch gleich auch zeigen, wie ich das meine. Und diese kleinen Teile hier, das ist dann hier so dieser Rand. Den habe ich dann natürlich dann auch stückchenweise geklebt. Und meine Modelliermasse, diesmal ist die hier. Das ist, die ist auch lufttrocknet sozusagen, auch in Weiß. Und die gibt es bei Action. Und die ist auch wunderbar. Also die klebt auch nicht. Und die ist ja super weich. Man braucht noch nicht mal Babyöl oder so, damit die auch geschmeidiger wird. Also die ist wirklich sehr, sehr gut. Und für Silikonformen nehme ich dann auch ein bisschen noch Babyöl, damit das dann noch besser rauskommt. Ein Tröpfchen rein. Nehme ich dann Pinsel mit harten Borsten, damit dann auch diese Borsten da nicht hängen bleiben. Und dann einfach ein bisschen mit Babyöl einschmieren. Und jetzt nehme ich Modelliermasse, mache dann so ein Würstchen, damit das dann auch besser reinkommt. Spachtel. Und drücke dann die Masse einfach rein. So. Wenn man natürlich dann so einen kleinen Rahmen hat, dann ist es besser, wenn man so mit der Spitze arbeitet. Es gibt ja auch bei Teddy zum Beispiel Fondant-Werkzeug, der ist ja auch sehr günstig und der ist auch sehr, sehr gut damit zu arbeiten. Muss man nichts Teures kaufen. Oder man hat zum Beispiel Kindermesser zu Hause. Der ist ja auch ziemlich handlich. Besonders wenn man dann so eine abgerundete Spitze braucht. So. Kann man natürlich noch mit Fingern etwas reindrücken. Bisschen glatter machen. So, jetzt kann ich meine Form rausholen. So. Am besten natürlich dann so hinlegen und die Form einfach nach oben schieben. Also für mich ist das zum Beispiel leichter. So, das, was hier ist, kann man natürlich dann auch wegmachen oder einfach reindrücken und fertig. Und dann zum Beispiel so, wenn man dann so einen Rand machen möchte. Ich habe ja, wie gesagt, nur dieses Stückchen genommen, also Muster, weil das ja besser gepasst hat. Aber sonst, wenn man dann komplett zum Beispiel eine größere Uhr hat, dann kann man natürlich auch komplett kleben. Wenn man sagt, ja, das ist mir aber ein bisschen zu breit, kann man dann natürlich ein bisschen was abschneiden. Und dann wunderbar sozusagen an einem Stück kleben. So, dafür nehm ich dann zum Beispiel Bastelleim und auch einen Pinsel. Und der kann ja auch dann schon ein bisschen weicher sein. Das ist ja dann kein Problem. Einfach dann Bastelleim komplett alles schön einschmieren, besonders so am Rand, damit es auch besser kleben bleibt. So. Und dann natürlich dann schön an der Stelle kleben, wo man das haben möchte. Und dann auch vorsichtig dann sozusagen drücken, damit es dann auch schön ohne Lücken, die dann hier entstehen können, kleben bleibt. Und dann ab und zu mal gucken, wenn das am Trocknen ist. Sonst kann man natürlich passieren, dass und die Modelliermasse sich dann ein bisschen abhebt sozusagen und dann entstehen dann Lücken und im schlimmsten Fall kann das natürlich dann alles abfallen, weil das ja nicht so richtig klebt oder brechen, weil zum Beispiel dann hier klebt und hier ist dann eine Lücke mit Luft und dann wenn man das anfasst, dann bricht das. Ist natürlich ärgerlich. So, und dann habe ich dann alles erstmal trocken gelassen, mache das immer über Nacht, damit es auch tatsächlich alles trocken ist.
Und jetzt kann ich dann natürlich schon mit Kreidefarbe das alles bearbeiten. Dafür nehme ich dann immer diese Kreidefarbe, Kalkweiß. Also ich bin damit auch sehr zufrieden. Die gibt es auch im Baumarkt. Und dann werde ich das zuerst natürlich alles komplett mit Kreidefarbe pinseln. So zwei Schichten oder drei, damit ich dann, wenn ich das bearbeite, nach Schäbeschicht dann später aussieht, wenn ich das mit Möbelwachs drüber gehe. Ja, aber erstmal werde ich das alles pinseln. So, die Farbe ist jetzt trocken. Habe ich zweimal gestrichen. Und jetzt möchte ich natürlich das in Schäbeschicht haben. Und dafür nehme ich dann zuerst Möbelwachs farblos und Pinsel und trage erstmal komplett den Wachs ein. Dann nehme ich einen Lappen und reibe das alles weg und arbeite ein. So, das komplett die ganze Uhr. Und jetzt nehme ich Möbelwachs in Dunkel, sieht ja aus wie Kaffee, und dann auch einen Pinsel. Und da es ein bisschen flockig ist, mal ein bisschen hier am Deckel feiner machen und mache praktisch das Gleiche. So. Werde ich dann auch komplett Dunkelwachs auftragen. So. Erstmal mit einem Pinsel. Und danach nehme ich dann auch einen Lappen und arbeite es ein. Und das, was zu viel ist, nehme ich dann weg. Und das sieht man ja schon zum Beispiel. Hier ist noch ein bisschen sowas wie unregelmäßig. Und da, wo ich da schon mit dem Lappen drüber gegangen bin, ist es ja schon alles glatt. Und sieht so einheitlich aus. So, und so werde ich dann komplett die Uhr bearbeiten. So, jetzt habe ich das alles mit dunklem Wachs bearbeitet. Und jetzt nehme ich Feuchtetuch, so diese Babyfeuchtetücher. Und reibe etwas Wachs weg. Bleibt natürlich auch viel in den Ritzen. Ist natürlich dann auch immer Geschmackssache, mal mehr, mal weniger abzureiben, damit man dann auch so diesen Chevy oder Vintage-Effekt hat. Und da ich ja auch noch grundiert habe in Braun, werde ich dann auch ein paar Stellen auch so abreiben, dass dann man auch so diese braune Grundierung sieht. Und dann noch diesen Sticker auch ein bisschen mehr abzureiben, damit man dann auch diese Struktur sehen kann. So sieht man ja schon den Unterschied hier, dass es hier schon abgerieben ist und dann schön alles in den Rissen bleibt und dann auch nie so weiß ist wie vorher. Und hier ist das noch alles so braun. So werde ich dann komplett meine Uhr bearbeiten. So, ich bin fertig. So sieht meine kleine Uhr aus. Habe ich jetzt Wachs abgerieben. An manchen Stellen, wie gesagt, bis zur Grundierung. Und so ist die geworden. Ich finde die total süß. Wie für eine kleine Puppenstube sozusagen.
So, hier in den Seiten auch. Und natürlich dann auch hinten. So süß ist es geworden. Ja, und wie gesagt, man kann das natürlich auch nach Geschmack in andere Farbe pinseln. Das ist ja absolut gar kein Problem. Und was man alles so aus ein bisschen Karton und Modelliermasse, Farbe machen kann, das ist ja schon sozusagen der Wahnsinn. Ja, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden. So sieht sie dann aus. 19 cm groß ist die geworden und 2 cm breit. Und wie gesagt, das ist ja voll süß geworden, so wie für kleine Puppenstube. Also für euch, da die Mädchen hat oder so, kann man natürlich wunderbar auch so Möbel bauen. Aus ein bisschen Karton, Modelliermasse und Farbe. Sieht dann wunderbar aus, so in Einzelstücke. Und ich habe dann noch so eine gemacht. Also praktisch eine große Schwester. Auch genauso wie die kleine hier. Ist genauso gemacht mit Schablone und Karton. Und die ist hier, diese Uhr ist 43 cm groß. Und wie gesagt, finde total toll. Also dieser Stil, so diese Uhr, dieser schwedische Stil gefällt mir sehr, sehr gut. Aber man kann das natürlich auch gerade Form nehmen. Das ist ja immer Geschmackssache. Und die kleine Uhr, die habe ich ja doch noch ein bisschen mit Sand gefüllt, damit sie auch richtig gut steht, weil sie hat mir dann doch ein bisschen gekippt. Deswegen habe ich die dann doch ein bisschen noch beschwert. Also wenn ihr das macht oder so, dann am besten tatsächlich mit Sand oder ein paar Steinchen dann doch beschweren, damit das nicht umkippt. Ja, so sind die geworden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Finde total toll. Ja, das war meine Idee für heute. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Wünsche euch allen viel Spaß beim Basteln und Dekorieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.